Moin, schon mal schön, liebe Leute, willkommen zurück zu einer Folge Backen. Hieß aber auch schon wieder im Hühnchenhof und Arsch. Aber zuerst kriege ich noch einen Schluck aus meinem Ingwertee hier mit Honig. Oh yeah. Honig von den meinen eigenen Bienen. Das Elixier des Lebens. Oh yes. Ja, MTT Brand Project, würde ich dazu mal sagen. Und wir gehen jetzt hier Strike for the Toothen. So. Oh nett, ich werde einen Theme vermissen. Aber wir müssen uns jetzt leider trennen. Was habt ihr zu sagen, ihr Würmer? Hey, bist du nicht Ness? Gut. Ich habe von Captain Strong den Befehl gegeben, dich durchzulassen. Pass gut auf dich auf. Uns geht es gut. Bleib dran. Die Stadtkarte kann wieder nachgeguckt werden in der Library. Du kannst die Karte auch in Tucson benutzen. Sie ist wirklich sehr nützlich. Okay, das ist also hier so eine Universalkarte. Und dann sind Gegner, die schon vor uns wegrennen, würde ich mal sagen. Oh. Also, doch kein One-Nit. Blankentits. Hier ist eine Chance für Surprise Opening Attack. Ach du Schande. Komm, dann sind wir jetzt mal so und benutzen hier die letzten PP dafür. Muss ich das verstehen? Bash? Smash! Tot. Hast jetzt davon. Vieh. So, ich hoffe mal, dass wir schnell in Tucson sind, damit ich da auch schnell das Hotel benutzen kann. Sonst werden wir früher oder später Probleme haben. So, hier, check. Und ein Hamburger. Genau das, was Kinder für die gute Ernährung brauchen. Welches Level of Violence sind wir jetzt eigentlich hier? Status. Und Level of Violence 12. Da haben wir bald die 20 erreicht. So. Ja, ja. Ich liebe die Grafik. Ich liebe sie in Undertale. Ich liebe sie in der Earthbound-Serie. Ich liebe den Humor. Ja, ja. Muss immer vorsichtig sein. Denn ihr wisst ja, Leute, irgendwo auf dieser Welt ist gerade Donnerstag. So, da kommen schon nervige Gegner. Die machen etwas wirklich Nerviges. Und ich kann nur hoffen, dass sie nicht direkt für die Pilzspore gehen. Bitte geht nicht für die... Okay, die gehen nicht für die Pilzspore. Noch nicht. Denn wenn die für die Pilzspore gehen, bekommen wir einen nervigen Effekt, Leute. Ich scheine nicht für die Pilzspore zu gehen. Das appreziate ich. Nein! Das ist die Pilzspore, Leute. Und wir fehlen jetzt Funky. Juhu, one. Wie viel XP brauchen wir für das nächste Level? So, hier ist das. Und Mushroom heißt. So, hier. Ach, dann haben wir die ja bald. Okay, noch können wir normal gehen. Das wird sich gleich ändern. So, was für Fischer sind das jetzt? Das sind nochmal Black Antels, die sind so auf uns zugelaufen. Egal, stellen wir es nicht in Frage und one-nitten sie und nehmen mal die kostenlose XP. Boah, da. Oh. Das war natürlich nicht so gesund. Deshalb nehmen wir jetzt noch gerade einen Cookie. So. Ja, das hier ist gefährlich an dem 4. Da können wir auch nicht mal richtig navigieren. So, deshalb hier. Komm, das schaffen wir. Ich spüre es. Wir sind bald da. Wir sind bald angekommen. Die Frage war noch, wie konnte man den noch entfernen? Ich erinnere mich auf jeden Fall auf ein Mädchen, das irgendwo auf einer Straße war, das den Pilz abgekauft hat. Was gab's dann sonst noch hier? Halb die Cold Remedy. Das ist hier eine gute Frage. Halb! Nö, nur wenn man eine Cold gecatcht hat. Aber wir sind in Tucson Town. Deshalb, hier werden uns nicht so viele Gegner begegnen. Bäh. Und wir können doch erstaunlicherweise nochmal gehen. Wartet, dann gehen wir gerade zum Hotel. So. Dann hier erstmal an Mom. Damit der Nesse kein, wie heißt das nochmal, Dings bekommt. Gut, die war beim Dance-Akrobatizieren. Oh, wir haben gar kein Geld dabei. Aber wir haben hier in der ATM-Maschine was. Die Automatic Teller Machine. Check. Check it out, Bro. Ich muss kurz was trinken von dem Ingwer-Tee mit Honig. Ja,
Ja, komm, dann nehmen wir direkt mal alles, weil ich glaube, hier gab es noch einen Shop. Und dann müssen wir direkt mal ausplündern, würde ich sagen. Aber auf die gute Art ausplündern. Nicht auf die Chakart ausplündern, sondern auf die Plünderart ausplündern. So, das hören wir, wenn man farmt. Man hat immer genug Geld. So, jojo. Jojo. Ich gehe gerne in die Präsidenten-Suite. Ness. 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 Ich bin ein Freund, welchen du noch nie getroffen hast. Mein Name ist Paula. Kannst du mich hören, wie ich dich rufe? Ich bin Paula. Ah. Ah. Jo. Als ich das erste Mal diese Szene gesehen habe, es kamen mir die Tränen. Und wir haben schon Probleme mit dem Navigieren hier. Komm. Ja, jetzt so. Wir sind nämlich immer noch hier schrumeist. So. Boah, das ist so kompliziert jetzt zu dem G, das glaubt ihr mir nicht. Na gut. Wir werden hier noch irgendeine Heilungsmöglichkeit finden. Ich weiß nicht, ging das bei dem Doktor? Ja, Gott sei Dank. So, Leute. Und hier bekommen wir ein Fahrrad. Och, nö. Dieser Typ, liebe Leute, ist so ziemlich das Äquivalent zum Ending Doctors Undertale. Wir machen es aber nicht dasselbe, sind aber beide extremst nervig. So. Dann, hier wieder hoch. Jetzt. Die Steuerung hat sich wieder gedreht. Verdammt. So. Okay, jetzt ist sie hier gespiegelt. So. Das ist der Chuckle Shop Puncture. Fahrräder machen so viel Spaß und sind so praktisch. Ist eine Menge schneller als zu gehen. Du wärst wirklich berühmt, wenn du mit deinem Fahrrad herumfährst. Möchtest du ein Fahrrad? Traurigerweise haben wir keine Fahrräder mehr zum Verkauf. Wir haben noch welche zum... Okay. Zum Ausleihen. Yay. Huhu. So, ja, und, ja, mit zwei Personen kann man nicht mehr auf dem Fahrrad fahren. So, und, jo. Wir bekommen schon den nächsten Partymember, nämlich Paula. Und da ist das Fahrrad dann praktisch nutzlos. Wir haben es hier für ein paar wenige Minuten im Spiel. Ja gut, das war jetzt übertrieben so. Och. Die Steuerung hat sich wieder... Och, geht, nee. Hä? Jetzt aber hier, die ist wieder gespiegelt. Doch, brauchen wir. Wartet ihr gut? So, okay. Brauchen wir noch nichts wegwerfen? Müssen wir noch nichts wegwerfen? Jo. So. So, nö. Möchtest du irgendwas zurückgeben? Nee. Okay, das ist gut. Ich muss mir wieder angewöhnen, die Texte vorzulesen. Aber ich bin ein bisschen erkältet. Die Steuerung hat sich wieder gedreht. So. Die Backerei brauchen wir nicht hin. Burger, nö. Das ist ja die Essensetage. Oh, ich mag das Lied hier. Wie ist es nochmal? Also jetzt, die Mother 4 Version heißt auf jeden Fall Doc Humor. Heißt die auch so hier? No. Und, keine Ahnung, ob ich das auch wissen möchte. Da du hier, die siehst doch so aus wie eine Person, die gerne Pilze isst. Okay. So, dann hier der Job. Och. Ja, jetzt ist die Steuerung hier wieder noch. Hallo, es ist dein Vater. Du warst jetzt so eine lange Zeit draußen. Es ist nichts von meiner Aufgabe, aber denkst du, das wäre eine gute Idee, eine Pause zu nehmen? Nope. Der ruft uns jetzt an. Ja, hier einmal der Gesundheitsschutz von Nintendo, den sie irgendwie in jedem Spiel dabei haben. Und weil wir halt nicht zwischendurch gestoppt haben laut dem Spiel, sondern weil sie Safe States benutzt haben. Ach, ich sehe. Nun, es macht mich nicht glücklich, aber ich verstehe deinen Standpunkt. Schließlich hängt das Schicksal der Welt am Stake. Klick. Piep. So.
Hallo da, kann ich irgendwie helfen? Kann ich irgendwas geben? Frank Pan brauchen wir noch nicht. Hier, Slingshot, Chip Bracelet, Baseball Cap Ribbon. Okay, hier, Slingshot. Jo. So. Den kannst du gern haben. Nope. Vielen Dank. Hi, kann ich dir irgendwie helfen? Also, was kaufst du? Und dieser Teddybär hier ist sehr sinnvoll. Nope, ist er nicht. So, der folgt uns jetzt und der gibt uns ja auch Gegner-Protection. Und das, liebe Leute, ist cool. Jo, ich glaube, so kann man es bezeichnen. Ist teuer, geht irgendwann kaputt und so weiter halt blablabla. Aber er ist praktisch. Fürs Erste. Schade ist nur, wobei, kann man den irgendwie anequippen, weil das wäre... Ja, Teddybär, Butzen. But nothing happens. Nö, geht nicht. Wir können den hier nicht einfach so weg und deaktivieren. Mal schon ausprobieren, habe ich nämlich noch nie zuvor versucht. Aber gut, wenn es so ist. Uff, da fällt mir nicht, ich sollte hier vielleicht schon mal so Safe Game Position und Slot One. So, dann mal gucken hier. Finden wir irgendwo das Hospital? So, wo ist das hier? Town Map da, Utzen. Und ganz oben, okay. Oben rechts. So. Ja, ja, Tusen, Leute. So. Komm, bitte. Jetzt hier, Steuerung. Verarsch mich nicht. Ja. So, du hier. Ne, das war nämlich die falsche. So. Da, du hier. Dr. Curiosity. Auch wenn du es nicht glauben wirst, bin ich ein Heiler. Wenn du irgendeine Krankheit hast, die nicht im Krankenhaus geheilt werden kann, ist es mein Job, dich zu heilen. Hey, was ich nun sehe, könntest du mir den Pilz verkaufen, der auf deinem Kopf wächst? Komm schon, lass uns einen Deal machen. Danke dir. Ich gebe dir $50 für jeden Pilz. Alles klar. Lass es uns tun. Ja. Und das hier ist jedenfalls kein Heiler der normalen Art, wie ihr jetzt sehen könnt. Aber der ist extrem praktisch. Da gibt es hier noch andere, die uns das machen, die keine Heiler sind unbedingt. Da gibt es auch hier irgendwo eine Picknickerin. Sind wir aber gerade nicht da. Und so weiter halt. So. Dann hier. Die Runaway 5. Oh, die sind noch außerhalb. Wartet. So, und ab hier ist jetzt ungefähr blind, weil ich ab hier alles vergessen habe. Wie? Das ist richtig. Wir sind die Runaway 5. Wir sind berühmt, aber nicht reich. Wir wurden betrogen von von diesem Theater. Und wir sind wirklich tief in den Schulden. Jo, danke, dass du es uns, Stranger, einfach so erklärt hast. Wir sind vielleicht berühmt. Aber das Mädchen, welches in dem Haus der Vorschule ist die Hauptattraktion. Ich möchte sie irgendwann sehen. Jo, das kennen wir, lernen wir doch kennen. Ich trinke uns was aus dem Gürtel. Ah, siesta claro. Hallo, bitte zeig mir dein Ticket. So. Die Runaway 5 schulden mir eine Menge Geld. Die bleiben hier, bis sie es mir zurückgezahlt haben. Und das könnte vielleicht in 100 Jahren sein. Außer du entschließt dich, deren Schulden zu bezahlen. Jo. Das ist irgendwie so klischeehaft. Komm, sind wir da. Außer du entschließt dich, deren Schulden zu bezahlen. Das macht Sinn. Und das sagt ihr jetzt zu einem Jungen, der vom Aussehen her wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie Geld hat. Oh, ja, und hier ist jetzt ein Haufen Gegner. Wir sollten wieder volle PP haben, oder? Das ist gut. Wir haben hier einen verrückten Polizisten und zwei Hunde. So, dann hier Railway Dog. Ey. Und hier to the Corp. Ich würde mal sagen, wir gehen für einen PSC Rockin. Ja, die sind nicht schneller als ich. Ach so, die sind nicht schneller als ich. Die sind nur zuerst dran, weil sie eh nie keine Aktivität machen, die irgendwas tut. So, bam. Und der Polizist auch, der... Hä? Jetzt fühle ich mich betrogen.
Jetzt fühle ich mich extremst betrogen. Nochmal. So. Geschafft. Und wieder haben wir einen Polizist von seinem Leiden erlöst, Leute. Das sind wir halt. Ness, Freund und Retter der Not. So, hier fallen nochmal gerade Zäpfen. Und wie viel brauchen wir noch? Hier, Status. Und wir sind in 200 irgendwas Dingern hier. Nächstes Level. Oh ja, yeah, das ist in irgendeiner Form Deutsch. So, und hier gab's. Was ist das Haus hier? Das war das falsche Haus, glaube ich. Jo. Ich weiß nicht, was überhaupt schon tusten. Wenn du für wen hast das Haus guckst, es ist nächste Tür. Okay. So. Okay, wir können weiter. Ciao. So, Leute. Dann, wisst ihr, wofür es jetzt an der Zeit ist? Ich auch nicht, aber es ist Zeit, das herauszufinden. Nee, ich weiß es. Ich muss nur kurz den Weg finden. Weil da Erinnerung und so und alles. So, hier Utzen wittet mal. Okay, komplett falsche Richtung. Warum nicht? So, wir müssen nach unten. So, wie heißt das Hospital? Ich liebe die Musik. Eine Magic Butterfly. Komm her, mein kleines Flieglein. Komm her und heile mich. Ness hat die magische, hat den magischen Schmetterling gegessen und hat sich entspannt. Oh yeah. Magic Butterfly. Das Marihuana von Earthbound. So, noch mehr gerade gespeichert. Und dann geht's hier weiter. So, sind sie schon mal durch Tusten gegangen, auch wenn es niemanden interessiert hat. Und dann geht's jetzt hier weiter. Vielleicht kommen wir auch. Huch, falsch. Ach, da hab ich die Karte draufgelegt, auf diesen Knopf. Ah ja, wartet hier noch gerade die Protestar Preschool, damit ihr die auch noch gesehen habt. Ich weiß nicht, soll ich 40 Minuten machen? Könnte ich eigentlich weiter durchziehen, oder? So, hört euch die Musik im Hintergrund an. Krass, oder? Geflüster. Geflüster überall. Es macht mich. Es bringt mich zum Lächeln. Ich bin Paulas Mutter. Ich bin damit beschäftigt, auf die Kinder aufzupassen. Solltest dich nicht um Paula sorgen. Sie hat irgendwie einen Schutzengel, wie es aussieht. Na! Und ich war gerade noch so glücklich darüber, dass das Spiel bis jetzt noch nicht abgestürzt ist. Na gut, weiter geht's. Oh, das wäre der Dialog schon zu Ende gewesen. Dann speichern wir noch gerade Safe Game Position hier. Bam. So. Dann jetzt hier wieder der extreme Sebas. So, du willst Paula sehen. Viele kommen her, um ihre wunderartigen Kräfte zu sehen. Aber die sind einfach nur, na yeah. Also, du bist von einem TV-Team oder so. Nö. Um Paula zu treffen oder sie nicht zu treffen. Nee, das kann nur Paula entscheiden. Paula hat gesagt, sie würde nur einen Jungen mit dem Namen Ness treffen. Ach so, du bist Ness. Du bist der von Paulas Traum. Du wirst die Welt retten. Lass mich mal Paula rufen. Hä? Die ist doch weg. Wenn der Vater sie jetzt erst bemerkt. Sie scheint nicht hier zu sein. Ich frag mich, wohin sie gegangen ist. Es tut leid, würdest du später zurückkommen? Ich glaube mal, wir gehen die auf eigene Faust suchen. Und ich glaube mal, wir machen diese Folge ein bisschen länger. So. Wartet. Ah, da. Hier ist das Haus. Okay, das war also doch hier. So, hier. Orange und Apple Kids. Dem müssen wir jetzt der Sachen geben. Das wird uns hier noch in der Story weiterhelfen. Grüße. Ich will das Orange Kids. Der Erfinder. Das hast du von mir gehört. Ich bin ein bisschen beschämt über meine Reputation, was war das nochmal? Über meinen Ruf. Ich habe eine Menge an Sachen, die ich gerade erfinde, aber ich habe irgendwie kein Geld mehr. Ich bin praktisch eine Draufgängerperson, also bin ich nicht besorgt. Weißt du, ich arbeite in dieser Maschine,
welche wieder wirklich im Ruhe und Frieden, was Valley helfen würde. Ich hoffe, es ist bald fertig. Was? Du willst mir helfen, das Projekt zu finanzieren? Oh, goody! Das würden 200 sein Material zu bauen, jo. Danke, danke, danke! Ich bin mir sicher, deine Unterstützung wird eine große Auswirkung auf die Menschheit haben. Lass mir diese Super Orange Machine geben. Ich nenne sie Subnorma als Abkürzung. Jo. Okay, wir haben die Superma. Bitte. Nutze dies, um Frieden und den Willen Gottes über der Erde zu verbreiten. Der Typ macht mir Angst. Der macht mir sehr viel Angst. Also hier, Superma. Superma. Ey, Superma, Digga. Ja, help. Superma. Orange Cats Erfindung. Der volle Name ist Super Orange Machine. Okay, das hat uns nicht geholfen. Gehen wir weiter zum Apple Kid. So, der lebt hier nicht in ganz so gepflegten Verhältnissen. Reden wir mal zuerst mit seiner Hausmaus. Ich bin eine Mensch. Bis jetzt hat mir noch niemand einen Namen gegeben. Tja, ja. Hier checken. Ness hat in der Mülltonne herumgedackt. Nun, lass uns mal gucken. Da ist eine kaputte Maschine drin. Ness hat sie genommen. No problem here. No problem here. Nun, ich habe irgendwie meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich weiß. Nee, nicht meine Hausaufgaben. Meine Hausarbeit. Ich weiß, es sieht ein bisschen schweinartig aus, aber egal. Ich bin Applecat. Ich habe in letzter Zeit kein Bad genommen, also stink ich vielleicht ein bisschen. By the way, ich bin am Verhungern. Hast du irgendwas für mich zu essen? Wow, dieses Gespräch ist so tiefgründig. Wenn du hast, kann ich was haben. Das kannst du mir geben. Und wir haben noch das Clip-Sandwich. Nutzen wir es dafür. Danke dir. Du bist sehr nett. Ich frag mich, wenn... Könntest du vielleicht ein bisschen Geld in meine Erfindungen investieren? Jo. Ja. Oh, entschuldige mich. Ich meine, danke dir. Nebenbei, ich könnte wirklich gerne $200 benutzen. Jo. Wir haben das Geld. Danke dir. Ich werde dich nicht runterlassen. Die Maus verschwindet direkt den Weg. Ich bin eine Maus. Niemand hat mir bis jetzt einen Namen gegeben. Du hast dich um einen Meister gekümmert. Dafür will ich dir bitte das hier geben. Bitte nimm es und sag nichts. Ness hat das Receiver von bekommen. Oh, ich bin wohl dein Weg. Cooles Meislein. Pokies Mutter in Blau. Cranky Lady, passt genau. Oh, das hat sich gereimt, geil. Aua! Wie kommt es eigentlich, dass hier eine verrückte Frau stärker ist als die Polizei? Sie hat ein großes Lächeln auf ihr Gesicht. Und sie wurde wieder normal. So, und wir sind Level 13. Yay. So, HP ist noch mal höher als... Oh. Ja, in Houston haben wir jetzt alles getan, was wir für das Erste tun können. Bei, nee, hier gab's noch was. Oder war das hier, oder war es in der nächsten Stadt? Ich glaube, es war in der nächsten Stadt. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Warum zur Hölle tankt unser Teddybär nichts? Da. Ah ja, genau, sie wählt sich random die Ziele aus, so war das. Macht den auch irgendwie ein bisschen, das aber auch nur ein bisschen. Und die gibt XP wie sonst was. So, möchte ich mir gerade gucken. Ach warte, ich habe jetzt hier so Tee. Ich habe ja die Karte gefunden hier. Ja, da oben hin können wir noch. Und da machen wir dort einen Bosskampf. Ja, komm, eine etwas längere Episode. Scheiß auf die Hochladezeit, Leute. Scheiß drauf. So. Wir wollen hier nämlich auch mal vorankommen im Let's Play, denke ich mal. Ach warte, davor wäre hier noch gerade ein Live-Up nicht so schlecht. Da. Der Typ hier. Dann sind wir aber auch durch. Warum nehmen wir nicht einen hinterher Schatten und gucken auf unsere Hörner? Was? Okay. Von mir aus. Dann Everdred.
Und der hat leider nur normale Musik. Dann, ich würde mal sagen, wir gehen hier straight für einen Pika Rockin. Oh, der hat kaum was gemacht. Und wie viel wird hier normale Attacke machen? Okay. Aber ich glaube, Pika Rockin lohnt sich auch nicht so wirklich. So. Ja, stimmt, an dieser Waffe hier. Ah, der Teddybär ist gestorben. Was hast du getan? So. Seht Leute, so geht das. Pika Rockin hat sich aber auch wirklich. Dafür haben wir 906. Egal. Ich bin Everdred, Boss vom Birkland Park. Wenn ich von einem Dach runterspringe und meinen Fuß verstauche. Nee, egal. Ich habe verloren und nichts wird das ändern. Weißt du, du bist extrem stark. Ja, ich weiß, du möchtest ein Mädchen namens Paula finden. Sie ist zu einem geheimen Hauptort im Peaceful Rest Valley gegangen. Ein dicker Junge und ein seltsamer Typ in einem blauen Outfit haben sie gekidnappt. Sie sagen, sie würden Paula zu einer Art menschliches Opfer machen. Sie waren definitiv hardcore seltsam. Weißt du, sie könnte schon tot sein. Du beeilst dich lieber. Wenn du Paula rettest, dann komm her zurück, okay? Vergiss es nicht. Oh ja, der Typ hat jetzt mehrere Stimmen irgendwie. Na gut, der ist irgendwie in sein Haus reingegangen. Nein. Wie sollten wir... Egal. So, dann... Ich würde sagen... Ich werde gerade offscreen gerade HP und PP hier gerade auffüllen. Dann gehen wir weiter zum Peaceful Rest Valley. Bis gleich. So Leute, hier jetzt ausgeruht, Geld wieder in der ATM drin und so weiter, halt Zeit, Fahrrad zu fahren. Und das Nervigste an dem Fahrrad, ihr seht es, man kann mit dem Ding nicht stoppen. Wir können nur gegen die Wände fahren. Aber das wird uns nicht aufhalten. Das hier ist das Gerät, auf das wir schon so lange gewartet haben. Das hier ist ein Fahrrad. Aber es ist nicht irgendein Fahrrad, es ist ein Fahrrad. Also fahren wir mit dem Fahrrad. So, und genießt übrigens die Weißlingen-Musik. Ist wunderschön. Ich liebe das einfach. So, ich trinke kurz einen Schluck. Oh, ich sollte hier vielleicht mal speichern, wäre gar nicht so schlecht. Ach ja, by the way, gerade im Hotel hat mich die Paula nochmal gerufen mit einem etwas anderen Text, wo sie auch ungefähr ihren Standpunkt gesagt hat. Also sie sagte, sie weiß nicht, wo sie ist, aber sie hört das und das. Und, dann war da noch was, genau. Und dann, als ich aus dem Hotel rausging, lief da ihr Vater. Paula, wo bist du? Es ist Zeit für ein leckeres Stückchen Kuchen. Das war der ungefähre Spruch. Und ja, wenn wir hier einen Pilz bekommen, dann können wir den einfach hier dem Mädchen geben. Speichere ich direkt auch mal hier, so, Slot 1. Und hier kommt auch direkt wieder der Soundtrack zum Einsatz und hier kommen jetzt mega harte Gegner. Also das habe ich so in Erinnerung, als ich damals hier durchgerusht bin. Könnte auch sein, dass es etwas schwächer sind. Ich mache mal direkt neben... Okay, das wird... Oh, sind gar nicht mehr so stark. Boom. Jo, also, Robert Sprout, Sprout ist direkt weg. Ja, ja, also, okay, wenn sie sollen Schaden machen... Kann nicht mit leben. Kann nicht locker mit leben. Und wir sind direkt Level 14. Nice. Und wir haben endlich eine neue PSI gelernt. Paralysis A. Alpha, nicht A. Alpha. Warte, dann hier direkt mal PLF ab. So, und dann gehen wir straight for the butterfly. Für die Butterfliege. Yeah. Und speichern wir auch direkt mal. Leute, Leute, Leute. Man kann hier genug speichern. So, 41 von 41, oh yeah. Wir sind motherfucking Level 14, Leute. So, aber gut, wenn wir so locker easy durchkommen. Ja gut, das war nur ein Little UFO. Da brauchen wir noch was. Ja, outchecken. Aus irgendeinem seltsamen Grund... ist ein Bleistift geformter, als eine Bleistift geformte Eisenstatue deinen Weg am blockieren. Ja,
Ja, und jetzt hier müssen wir wieder zurück. Und dann sollten wir es... Oh ja, hier noch Mobile Sprouts. Vielleicht sollten wir es bekommen. Also. Pff, ich weiß nicht, sollen wir... Ne, komm. Machen wir mal so. Oh. Kommt, wisst ihr was? Hier. Bevor die mich aussaugen, mache ich doch so. Wofür haben wir das bitte? Serious. Motherfucking serious. Extremes Motherfucking. Boah. Abfuck, Leute. Abfuck. Was sind das für Hacks? Das ist ja schlimmer als. Ah! Was passiert hier mit mir? Ich spüre, wie Geduld und Leben langsam aus mir raussickert. Was passiert hier gerade? Okay, gut, perfekt. XP-technisch hat sich aber schon gelohnt. So, kommt dann hier noch, bis hier das Event getriggert wird. Bitte gleich. Dann wird es nochmal getriggert. Das heißt, hier wird es nochmal getriggert. Irgendwo soll es doch gleich getriggert werden. Wieso wird das Event nicht getriggert, Leute? Das Event wurde nicht getriggert. Das hat für beide nicht gereicht. Wenn jetzt hier... Nö. Warum? Danke. Eine ist tot. Eine ist tot. Das ist gut. Es ist nicht so, als würde ich mit dem Viecher nie Probleme haben. Die sind einfach nur unnötig nervig. Ich glaube, das Spiel will mir damit irgendeine Botschaft geben. Marihuana kommt von den Illuminati, Leute. Habt ihr es gehört? Ich weiß, ich bin Verschwörungstheoretiker Nummer 1. Und das, liebe Leute, ist der perfekte Moment, den Part zu beenden. Wir sehen uns dann wann anders wieder.